Ganz langsam zu sein, ja, ist genügend schnell gezogen. Körper gerade dazu verwenden, wenn er seitlich ausspricht, zu korrigieren. Ganz vorsichtig korrigieren. Ja, und du siehst, es pendelt wie wild. Bleib im Beschleuniger voll drin, gell? Maximales Gas. Okay, du siehst, wie schwierig das ist, den geradeaus Flug zu halten. Gut, lass mal die Anleine los und pump ihn auf. So, und jetzt hast du gesehen, die Ohren kommen recht abrupt gross rein. Jetzt probieren wir mal, nochmal die Ohren anzulegen. Und schau beim Ohrenanlegen nach oben. Schau nach oben, schau nach oben. Jawohl, genau. Langsam ziehen, symmetrisch ziehen. Links ist gut, rechts ist ein bisschen wenig. Oder lass links nochmal ein bisschen los. Gib Gas, gib Gas. Komm. Das ist rechts. Kannst links, rechts auch noch ein bisschen tiefer ziehen, dass du gleich bist. Okay, und jetzt siehst du definitiv mehr Fläche in der Mitte. Und das lässt sich auch einfacher gerade aushalten. Lenke mal mit dem Körper links rüber zum Landeplatz. Lenke mal links. Ja, okay, gut. Und du kannst problemlos nachziehen, wenn eine Seite größer ist. Okay, lass die Leinen los, bleib im Beschleuniger und pumpe auf. Pumpe. Nein, das ist nicht Pumpe. Das ist, weil das ist genau der Bremsausschlag, der auch beim Nicken fehlt. Du musst lernen, hochaggressiv über die Bremse zu arbeiten. Komm, bring die Ohren rein. Okay. Und jetzt bleib im Beschleuniger. Und jetzt voll aufpumpen. Geh mit den Händen nach oben und voll. Fam! Tiefer! Tiefer! Schau nach oben! Mark, das geht noch tiefer runter. Komm noch mal Richtung Landeplatz. Mach mal einen Bremsausschlag. So, ja, genau, den. Und jetzt geh noch mal hoch mit den Armen, bevor du ziehst, die Schulter auch richtig hoch. Nee, keine Ohren anlegen. Ich will dir nur den Punkt zeigen. Aus dem ganzen Körper raus, mit Oberkörper, mit Schulter. Ja, genau, genau. Und den will ich sehen beim